Naja, ich bin einmal gestorben. Jetzt ist diese Punkte, das sind die Versus-Punkte, Dick. Willst du die MP haben? Ah, kann ich gar nicht, man kann leider untereinander nicht tauschen. Du, wenn du übrigens. Ja. Hast du im Inventar noch andere Pistolen? Moment. Ne, ich habe hier nur die Standardpistole halt. Zweimal. Also, ja genau, verkauf die. Die geben jeweils Munition. Sehr schön. Mit der 1 tust du Waffen aufmotzen, wenn du auf der Waffe drauf wirst. Okay, Ich überlege gerade, welche Waffe waren überhaupt sinnvoll aufzumotzen. Die allererste Pistole, das siehst du ja bei Kapazität, wie hoch die einfach geht, gell? Die hat später, wenn du, also du gehst irgendwie so auf 20 oder so, oder nee, auf 30, 40, und dann einfach die Mega-Erweiterung sind 100 für den Pistole. Ich denke mal, ich bin fertig. Okay. Ah, da hast du ja auch die MP gekauft. Ja. Ja, ich spare mal Geld auf gute Waffen. Kirk, we owe you one. Ja. Wenn du dich so heilst, immer neben einem rein, weil dann halt mal beide. Denn wenn ich jetzt weiter weg von dir wäre, gewesen wäre, hättest du dich nur geheilt. Oh, okay, interessant. Das zum Beispiel hier siehst du in diesem Schrank hier. Während des Aufstands waren da zwei Granaten drin. Die habe ich nicht mitgenommen. Du wahrscheinlich auch nicht. Nee. Und jetzt nach dem Ding ist jetzt vorbei. Oh. Sind sie nicht. Ich hätte auch überall nichts mehr. Ja, hier ich auch nichts. Auch nichts. Ja, die haben alles leer geräumt, merkt man mal richtig. Ja, weiter. Mach ich zum Haus, ich mach was. Hier, für dich. Ich bin mal weg. Ich will das Beste. Oben wird's eh nicht mehr. Ah. Ne, das ist sicher später. Stimmt. Das ist ja alles so richtig. R1 machst du übrigens die Minimap an. Ach ja, wie du dich schneller umdrehst, gell? Hm? Weißt du es inzwischen? Nein. Du drückst X und nach hinten. Warte, wie? Ah, X, okay. Ah, hab's raus. Ja. Ja, ich schon zäh. Also das habe ich bestimmt schon, während wir hier gespielt haben, 50 Mal vernetzt in der kurzen Zeit. Ist ziemlich wichtig. Voll der Spielstreckung, oder? Jetzt sind wir einmal im Kreis gelaufen, nur damit wir dann das scheiß Gitter vorbei gehen. Ja. Hier runter müssen wir nicht, aber da war noch ein Stück. Mit Geld. Weißt du, wenn man jetzt als Leon von Ashley runterschauen wird, dann können wir in unseren Rock schauen und dann sagt sie, nein, lass das. Come on! Shubba, come on! Hurry! Ja, man muss an einer ganz bestimmten Position sein. Sag mal was. Ist was? Ja, du warst gerade abgehackt und metallisch. Ah, okay. Dann sag mal, machen, was du gerade gesagt hast. Oh, war nichts wichtig.
da ich einen Schlüssel. Sonst sehe ich da oben nichts, gell? Naja, so sehe ich ja nichts. Ja, dann komme ich davon. Dann schau mal da die Frau an. Ah, den tun wir schon. Siehst du jetzt, ich sehe gestunt und jetzt kann man. Oh. Wenn man auf den Kopf schießt, ist sie viel bei weißem Leben 4. Sieh übrigens noch nicht tot. Jetzt ist sie tot. Na, schau mal da an. Da hat auch jemand Spaß. Nicht auf den Schießen, ich meine, ich verstanden. Alpha Team, come in! Alpha Team! Oh, okay, da kommt es rüber. Do you copy? The 10! Richtiger Stiefelkreis, oder? Ja, hier kann man, glaube ich. Hier in der Nähe kann man noch mal jemanden hochschmeißen. Ja, die blonde Frau wird vom Platz das ist viel weiter, als gleichzeitig ausgeführt wurde. Ah, da läuft ja noch. Ah, ich hier. Hier kann ich. Come on! Da oben, diesmal liegt da so oben was Gutes sogar. Wenn ich mich richtig erinnere. Aber kommt ihr in so einem Haus mit, glaube ich. Ne, was ist denn hier? Maschinen? Gewehrmunition. Irgendwie hat schon ein paar Leute hergeholt. Okay. Und eine Granate. Oh. Oh. Wie sie mich genau immer einmal erwischt mit der Scheiße. Können wir ja weiter. Achso, du hast ja inzwischen auch Maschinen. Ja, das war's jetzt. Oh nein, du. Einfach weiterlaufen. Gibt der Tibi. Kommt der Tibi? Nö, da kommt nichts. Moni verschwindet. Oh, oh, oh. Ja, du gehst vor. Oh, schlagen. Das ist ja so schön, Frauen und Kinder zuerst. Ja. Hast du dich erschreckt? Nö. Schade. Schlag. Stiefelkreis. Das wird aber auch genau. Und hier an diesen Tomaten. Das ich auch. Ich meine, in jeder Tomate steckt doch eine Brandgranate drin. Ja, mische ich auch immer rein beim Mittagessen in die Tomaten. Ja. Ich hasse Tomaten.
Das hier ist von innen verriegelt. Warte mal, zurück. Hast du nicht irgendwie oben was vergessen oder so? Oder? Warte mal. Und wir können in dieses Haus rein, das soll hier sein. Weißt du, da wo mir uns auch der Schlüssel gezeigt wurde, ne? Ich meine, das ist ja voll der Spoiler. Ich meine, dass wir gleich eine Schrotflinte bekommen, ich bin halt echt so. Dann noch was? Ja, ich habe hier nur die eine Tür, die wir nicht öffnen konnten, von jetzt entriegelt. No. Komm mal weiter. Hä, was ich mit diesen Schlüssel? Ich überlege gerade. War da oben sonst nichts? War ein bisschen Munition und eine Granate. Ne, wo ich dich hochgeschmissen habe. Ja, als Maschinenpistolen ist Munition und eine Handgranate. Okay, dann gehen wir halt weiter. Übrigens da auch noch nicht reingehen in das Haus. So. Könnte auch okay. In diesem Haus drin ich die Schrotflinte. Ich glaube, für den brauchen wir den Schlüssel. Alter, wo gibt man mal den Schlüssel her? Wir haben den doch gesehen. Ja, wir brauchen einen Schlüssel. Was sollen wir machen? Sollen wir blöd rumsuchen nach dem Schlüssel oder weiterspielen? Ich meine, Schrotflinte wäre schön. Das ist, da hängt so. Wir gehen nochmal zurück und suchen mal. Okay. Also das war ja oben. Ich weiß, ich mach mal hoch. Vielleicht hat irgendwas übersehen. Also. Ey, da kommen schon typisch weg. Oh. Vergessen. Der war in einem Regal drin. Ja, der müsste in diesem Haus drin sein. Wo du gerade reingehst, ja. Jetzt links von dir. Ah, da. Ja, ab den. Wertung in schnelle Zeit, wenn wir vergessen. Ja, nimm du. Voll. Ich kann nichts mehr mitnehmen. Oh. Stimmt. Ja. Hopp. Ach so. Tu mal, drück mal 3. Ja. Und tu mal die MP auf irgendwas, wo du schnell mit in der Richtungstaste hinkommst. Denn wenn du es auf Steuer, also so, da wo dein grünes Kraut unten ist, unten in der Mitte. Denn wenn du jetzt Steuerkreuz drückst in diese Richtung, dann tust du schnell die Waffe wechseln. Und so kannst du dann eben mit dem Steuerkreuzdruck auf deine MP wechseln.
Pass auf, ich sag dir, wie das geht. Du drückst 3. Ja. Dann gehst du auf die Waffe, wo du wechseln willst. Dann drückst du Viereck. Und tust eben das dann so tauschen. Ah, okay. Genau. Perfekt. So. Und die Frau ist jetzt nur gestorben, weil wir so viel Zeit gemacht haben. Ja, so viel Zeit muss sein. Ja. Oh nein, sie lebt ja noch. Hey, what's wrong? Be careful, they may still be here. Also so tust du auch mit dieser Viereck-Methode, so tust du auch Kräutermenschen. Oh, du Tasche kann man schon mal. Ich hab einen vollen Stack. Bei Bankfanatik bei dir voll. Hast du gerade was gesagt? Nein, nee. Eine Verbindung? Nee, ich hab nichts gesagt. Ich hab mich schon. Ja, was hast du? Moment, Sekunde. Ich muss mal kurz das Spiel leiser machen, damit ich dich besser hören kann. So, sag mal was. Hallo, ich bin's der Blut. Und so. Ja. Jetzt kann ich dich besser hören. Okay. So, jetzt ist die einzige Stelle in diesem Spiel, die ein bisschen auf Horror getrimmt ist. Oh, cool. Ich meine, es sieht schon eigentlich ziemlich einladend hier ab. Alles total versifft, kaputt und heruntergekommen. Untersuchen. Alles fällt auseinander. Das hier war wahrscheinlich ein Lagerraum. Also auch von hier aus das Beste. Einfach drunter stehen. Das
Fall sogar in der Haut ab. So, du bist dran. Ich weiß noch, wo bei Tomb Raider Underworld das mega geile Feature war. Oh nein! Dass die Lava dreckig werden konnte, wenn man zu viel durch Schlamm gelaufen ist. Gib mir die Schwurflampen, Moni. I need ammo. Much appreciated. Thanks. 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 Come on. Thanks. Come on. Thanks. Come on. Thanks. Come on. Wait. Das ist so scheiße. Ja. Ich auch so richtig jede andere Tür, die man so aufmachen kann in diesem Spiel, hat ein Gitter, wo man durchschauen kann. Bei der Tür nicht! Natürlich, wird man sich nicht so sehr spoilern für der Zwischensequenz. Ja, dass da alle tot sind und so. Hey, who did this? Something attacked us. Irving. He got away. This data regarding the deal. I downloaded it from their computer. Oh, you gotta get it to HQ. Hey, hang in there. I saw someone. But they ran away. Kirk, do you copy? We got the data, but Alpha Team is down. Irving got away. Roger. Relay the data from the vehicle at the storage facility. Copy that. Meh. Nee, leg mach mal weg. Hey, fast gleichzeitig gedrückt. Und war die Stelle jetzt gruselig? Sowas von, aber. Ja, meine Unterhosen sind nass geworden. Kann ich gut verstehen. Ey, ich kann nicht mal mehr Pistolenmuni tragen. Ich brauche mal einen Schlüssel. Okay, kurze Quizfrage. Was passiert jetzt? Ich glaube, es kommt irgendein boss-ähnliches Ding. Weil ich glaube, das ist glaube ich noch die Stelle noch bis zu der ich mit meinem Kollegen gespielt habe. Okay. Da muss man glaube ich das Spiel glaube ich irgendwie in den Ofen locken oder so. Genau. Herzlichen Glückwunsch, du hast richtig geraten. Pass auf. Drück den Ofen, komm schon. Ich habe keine Lust mehr.
Das ist jetzt wie bei Lost. Lies, was ich auf der Hand geschrieben habe. Und ich krieg jetzt wegen dir wieder kein S. Weil ich ja gestorben bin. Aber hey, wir können einmal kurz... die Waffen aufwerten. Übrigens kann man natürlich die Schrotflinte auch kaufen. Willst du denn der Typ sein mit der Sniper? Von mir aus. Ja. Ich bin schon dran. Ich hab gar nicht gewonnen. Yay, alle Kisten machen wir zerstören. Um es mal in den Worten von Heinz Wäscher zu sagen, ich hab nicht viel Zeit. Eigentlich schon. Ey, diesmal ist deine Handgranate drin. Hm. Das ist mal nicht so. Die kann ich nicht mehr aufnehmen. Du kannst die aber aufnehmen. Ah, tu mal kurz die Türe durch untersuchen. Ich glaube, das müssen wir sogar wirklich machen, sonst können wir den Schlüssel nicht bekommen. Ah, ne, doch nicht. Welcher Typ hat immer von dem Schlüssel? Das weiß ich mal gar nicht mehr. So, tu mal hier noch schnell alle Kisten zu stellen, das Zeug mitnehmen. Und dann leg mach mal welche, ich kann es nicht mal mehr mitnehmen. Kann man das überhaupt jetzt schon umschmeißen? Oh, wahrscheinlich erst, wenn das Vieh kommt. Jo. Dass ich der Bosskampf, ich eigentlich wieder ist, eine Bosskampf in der Kanalisation, weil wir sind Evil 4, wo man den mit Stickstoff töten muss. Falls du dich erinnerst. What the hell is that? Und sofort zurückrennen. Also. Echt? Nat? Wissen 80 cm Bizeps und braucht trotzdem so ewig. Lol, wie das aussah. Jetzt nicht draufschießen. Ah, shit. Nicht draufschießen. Okay. Komm zu mir. Wir lassen das. Pass auf, hinter dir.
Das läuft da durch einfach. Wo ist das Ding jetzt denn? Hier, unter mir, unter uns. Wir nehmen das jetzt das auf, dann gehen wir in den Ofen. Also ich gehe in den Ofen rein. Hoffen mal, dass es mir folgen tut. Wenn nicht, musst du. Es folgt hier und du musst rein. Ja, ich weiß, er hat dich gerade angegriffen. Komm, 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 komm. So, ich bin am Schalter. Soll ich? Na, gleich. Jetzt kannst du. Okay, ich raus. Wo ist das Ding nicht verschwunden? Weißt du, der Benzinkanister. Jetzt müssen wir den leider auch recht normal besiegen. Ach, hier ich ja, der Benzinkanister. Ah, das hat den abgelegt, wo er sich runtergetan hat. Also das gleiche Spiel nochmal. Den Benzinkanister lassen. Und du kannst. Ja. Hey. Ich glaube, das Nervige, der droppt nicht mehr was, der droppt jetzt nur den Schlüssel. Ah ne, den Schlüssel haben wir aufgenommen, aber ja. Der droppt halt trotzdem nichts. Ah, blöd. Ja, aber ich glaube, wir kriegen nach dem Kapitel einen Boss-Bonus oder so ein Scheiß. Ah ne, das war hier. Das war so ein BSR-Emblem. Das ist einer der wenigen, die ich immer noch auswendig weiß. Ah, diesmal war nicht gleichzeitig. Ja. Gedrückt. Es steht die PlayStation-Tasten, weil ich einfach das Lied so auf der PlayStation gespielt. Let's go. Got it. What was that thing? BOW that scumbag Irving left behind to set us up. Considering what it did to Alpha Team, I think we're lucky to still be breathing. If only we could have gotten there sooner. If we had, we'd probably be dead too. Chris to HQ, do you copy? This is HQ. Excellent work out there. We'll analyze the data immediately. This whole town's gone to hell. The people here, they're acting like those Ganado detailed in the Kennedy report. And aside from that, there's something new. Something we've never encountered before. Our transportation has been taken out too. Requesting a mission update. The mission stands. Capturing Irving is your top priority. We believe he may have fled to the mines on the other side of the train station. Wait. We're the only two left. You want us to go in there alone? Delta team have been dispatched and are on their way.
They'll assist you in locating and apprehending Irving. But wait, we can't! I repeat, your mission stands. We can't afford to let him get away. Proceed to the mines beyond the station. Over and out. This is insane! You ever get the feeling you're expendable? Mhm. 15 Gegner in diesem Kapitel. Also insgesamt 24. Ich kann mich gar nicht mal an überhaupt Gegner in diesem Kapitel erinnern.